und herzlich willkommen bei dem fehlenden Part auf RT Deutsch. Ich möchte gar nicht so viel verraten, außer dass wir sehr viel Zeit miteinander verbringen werden. Wer A fragt, muss auch B fragen. Wer CNN guckt, darf auch Russia Today gucken. Ich schäme mich dafür. Das war gekaufte Berichterstattung. Das ist nicht richtig. Die gleichen Menschen, die zeitlang als Freiheitskämpfer gelten, gelten kurz darauf als terroristisch. Wenn man sich das mal anschaut. Ja, genau. Ich meine, das ist doch die Wahrheit. Sie hat eine ganz eigene politische Strategie. Das chinesische Militär mischt sich nirgends ein und führt nirgends Kriege. Im Gegensatz zum Westen natürlich. Die Feststellung, die wir machen, ist, dass der Krieg einfach nicht stattfindet in den deutschen Medien. Okay, das ist wahnsinnig laut hier im Studio. Das sind Dinge, die auch in den deutschen Medien kaum wahrgenommen werden und nicht thematisiert werden. Wir sehen uns am Montag wieder. Servus.